Selbstfürsorge ist sehr wichtig, insbesondere wenn du eine Mutter bist und rund um die Uhr sich um andere Menschen in deinem Leben kümmerst. Leider findet man wenig Zeit für sich selbst. Oft stellen wir uns an die letzte Stelle in der Prioritätenliste. Heute möchte ich darüber reden, wie man als Mama mit kleinen Ritualen sich täglich verwöhnen kann, ohne besonders dabei viel Zeit in Anspruch zu nehmen. Diese kann man in die täglichen Routinen integrieren. Dabei muss man sich von seiner Familie nicht unbedingt physisch trennen. Selbst wenn du ein Baby hast, was rund um die Uhr versorgt werden muss, kannst du einige Ideen für sich mitnehmen. In diesem Video geht es darum, die einfachen Momente im Leben zu zelebrieren und sich somit ein schönes Leben zu gestalten. Je älter ich werde, desto mehr schätze ich die kleinen Details und bewundere diejenigen, die sich die Zeit und Mühe nehmen, ihr Leben schön zu leben. Also achte ich letztens mehr drauf, eine Atmosphäre zu schaffen, egal, womit ich mich gerade in dem Moment beschäftige, sei es Kochen oder Putzen. Alexa. Spiel ein Audi. Ich zünde gerne meine Lieblingskerzen an, höre meine Lieblingsmusik und räume einfach meinen Raum auf. Ich konnte schnell ein Brot schmieren und es essen, während ich mir ein paar Videos anschaue. Aber ich kann nicht ganz in Worte fassen, wie anders es sich anfühlt, wenn ich gute Musik anmache, die Kerzen anzünde und mir was Besonderes mache, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, wie zum Beispiel pochierte Eier. Und wenn ich solche einfache tägliche Aktivitäten wie Kochen oder Essen in einer besonderen Atmosphäre genieße, mir Mühe gebe, aus diesem Moment etwas mehr herauszukitzeln, eine Stimmung zu erzeugen, bleibt es für mich länger in Erinnerung und wird zu einem besonderen Tag. Letztendlich sind wir diejenigen, die dafür verantwortlich sind, uns das schöne Leben zu geben, was wir verdienen. Eigene Haut regelmäßig zu verwöhnen, gehört zu den kleinen Beauty-Ritualen. Es muss nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen. Einfache Gesichtsmaske oder Gesichtsmassage können in wenigen Minuten wieder beleben. Auch die Lieblingshautpflege, die meine Haut mit Feuchtigkeit versorgt, verleiht mir das Gefühl der Frische und besonderer Pflege. Die Produkte von Beauty Mates haben mich total überzeugt. Ich habe vor kurzem dieses Augenlifting-Serum getestet und ich habe echt gemerkt, dass meine Augen irgendwie die Augenpartie heller geworden ist. Die haben ganz verschiedene Sachen, die haben verschiedene Booster und Serien und ich wollte unbedingt aber Retinol-Booster testen. Retinol ist Vitamin A, welches zur Erhaltung normaler Haut beiträgt und bei Anti-Aging-Produkten bekannt ist. Das Dreifach-Retinol-Youth-Booster hat die höchste Konzentration zur Bekämpfung äußerer Anzeichen der Hautalterung, glättet und regeneriert die geschädigte Haut und unterstützt die Haut, sich von innen heraus zu erneuern. Man kann das Retinol-Youth-Booster direkt auf die Haut auftragen und als Intensivkur nutzen. Oder man kombiniert 1 bis 2 Tropfen Booster mit der Hyaluroncreme. Ich mische das in der Handfläche und trage auf das Gesicht auf. Oder du machst erste Schicht Booster direkt auf die Haut und zweite Schicht Creme.
Ich habe ein Set bestellt und in dem Set ist auch eine Intensivpflege dabei. Und das ist mir super wichtig, vor allem jetzt in diesen Wintermonaten. Meine Haut ist einfach, ja, die braucht Pflege, die ist sehr bedürftig und vor allem jetzt, wo man viel drinnen ist und diese trockene Luft von der Heizung, man merkt, dass es einfach die Feuchtigkeit entzogen wird und ich freue mich immer auf solche Pflegeprodukte, die einfach sich toll anfühlen, die Haut fühlt sich versorgt an. Und das ist eine 24-Stunden-Hyaluroncreme, die die Haut rund um die Uhr versorgt, durchfeuchtet die Haut intensiv und stärkt die Hautschutzbarriere bei sensibler, trockener und reifer Haut. Falls du selber Beauty Mails ausprobieren möchtest, habe ich einen Rabattcode für dich. Nutze meinen Rabatt und bekomme 30% auf deine Bestellung. Und falls du ein männlicher Zuschauer bist, zufälligerweise auf dieses Video geklickt hast und gerne noch ein Weihnachtsgeschenk für deine Liebste suchst, ist es ein ideales Geschenk, finde ich. Ich würde mich selber super freuen, weil mein Mann mir sowas schenken würde und an solche Sachen denken würde und für meine Haut und meine Pflege was tun würde. Ich glaube, jede Frau freut sich über so ein Geschenk. Wenn du dir nicht sicher bist, welche Pflege oder welches Set du brauchst, kannst du den Produktberater von Beautymates nutzen. Nachdem du ein paar Fragen beantwortet hast, erhältst du individuelle Produktempfehlungen zu deiner Haut. Alles verlinke ich in der Infobox. Wie immer, falls du Fragen hast, kannst du dich gerne melden. Ich freue mich, wenn du Beautymates ausprobierst und du kannst mir auch gerne Feedback schreiben in den Kommentaren. Selbstfürsorge muss nicht besonders viel kosten. Meistens kostet aber viel Mühe. Es ist eine bewusste Entscheidung, Tag für Tag in uns selbst zu investieren, uns zu lieben und zu pflegen. Nimm dir diese Zeit bewusst, auch wenn es nur ein paar Minuten am Tag sind. Etwas ganz Einfaches, was man immer tun kann, ist zum Beispiel ein Bad zu nehmen. Meine Kinder baden regelmäßig und haben regelmäßig Spaß, aber ich persönlich nutze die Badewanne viel zu selten. So habe ich mir vorgenommen, insbesondere in diesen dunklen Winterabenden, einmal in der Woche ein heißes Bad zu nehmen. Das Wasser hat eine besonders entspannte Wirkung auf mich. Ich liebe es, im Wasser zu sein, und ich denke, das Bad ist das beste Mittel, sich abends zu entspannen. 15 Minuten reichen aus, um sich zu regenerieren. Ich liebe es, tagsüber mir eine Pause zu gönnen und in Ruhe ein warmes Getränk zu genießen. Vor allem jetzt im Winter trinke ich sehr gerne heißen Tee. Manchmal ist es mein Lieblingsgetränk Cappuccino oder eine Tasse Matcha Latte. Um die Zeit noch ein wenig zu versüßen, gönne ich mir noch dabei ein Stück Schokolade. Ich versuche, diese Pausen bewusst zu machen. Deswegen lasse ich mein Handy lieber aus. Denn wenn ich mir ein Getränk gönne und dabei dummlos scrolle, merke ich nicht mal, dass ich etwas getrunken oder gegessen habe. Wenn man aber diesen Moment bewusst wahrnimmt, den gegenwärtigen Moment genießt und eine kleine Pause zwischendurch einlegt, kann man wieder entspannter und erholter zu der Arbeit zurückkehren, die man vor der Teepause gemacht hat. Und wenn man solche einfachen Momente zelebriert, werden sie auch besonders sein. Kleine Glücksmomente, aus denen unser Leben besteht. Neben Arbeit, Karriere, Familie und Kinder bleibt wenig Zeit für Beschäftigungen, die uns wirklich erfüllen und Freude bringen. Ich habe auch ganz wenig Hobbys momentan. Aber ich versuche, etwas im Leben zu finden, was Spaß macht und was ich in mein Familienleben integrieren kann. Sei es ein Buch lesen, auch wenn es nur 15 Minuten Zeit dauert, bis das nächste Kind zu mir kommt. Ich liebe übrigens, dir Kochbücher anzuschauen, die schönen Bilder und die Rezepte. Oder sich Zeit nehmen und, wie dieses Video hier, zu kreieren. Es ist auch mein Hobby geworden,
was mir die Möglichkeit gibt, sich kreativ auszudrücken und mit den anderen Informationen zu teilen, die mir wichtig sind. Oder backen. Ich liebe es zu backen und habe früher viel gebacken. Inzwischen habe ich junge Helfer an meiner Seite, die mich dabei unterstützen. Es muss nichts Großes sein, aber wenn du zumindest einmal in der Woche etwas machst, was deine Seele Freude bringt, wird es mehr als genug sein. Die Hobbys helfen mir, meine Freizeit mit sinnvollen Aktivitäten zu füllen, anstatt nur gedankenlos online zu surfen oder die Glotze zu gucken. Meine Kinder bringen mich dazu, täglich rauszugehen. Und das ist wunderbar so. Wer mehr Zeit in der Natur verbringt, fühlt sich meist weniger gestresst. Ich fühle mich so viel besser nach einem Spaziergang, der Kopf wird klarer und die frische Luft hilft immer, die Gedanken zu strukturieren und neue Ideen zu bekommen. Unterwegs versuche ich innezuhalten und die Natur zu beobachten, zu merken, wie sich die Jahreszeiten wechseln, welche Tiere treffen wir unterwegs, wie ruhig und entspannt wirken auf uns die natürlichen Geräusche, wie Vogelgezwitscher oder das Wasser plätschern. Wenn man solche einfachen Momente schätzt, wird man schnell verstehen, dass Glück in den einfachen Dingen des Lebens liegt. Das Glück ist ein Mosaikbild, das aus lauter unscheinbaren kleinen Freuden zusammengesetzt ist.